Nein, ich habe kein Timeout. Was? Ach so, er streamt nicht mehr? Jetzt wieder. Ah, okay. Was war denn los, lol? Also laut Router habe ich noch Internetverbindung. Und, Alter, ich habe Schiss hier. Oh mein Gott, das hört sich so an, als wenn er direkt neben mir ist. Oh mein Gott. Da ist er. Der ist da vorne. Nein, der ist da vorne. Der ist da vorne. Bitte geh weg, bitte geh weg. Oh, bitte geh weg, 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 geh weg. Oh, geh weg, geh einfach weg. Geh so weit weg wie möglich. Oh mein Gott. Oh, einen Moment kurz. Oh. Ey, ich muss kurz die Geräusche aus den Ohren rauskriegen. Oh mein Gott. Puh. Alter, Chris, du hast keine Ahnung, das Spiel geht echt ab, Mann. Psst, Chris. Psst. Oh mein Gott. Ich habe echt fieses Herzklopfen und so. Ich bin gleich sofort wieder da. Ich mache mir nur eben kurz eine Zigarette an. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Klingelt mein verdammtes Handy. Ich habe eine SMS gekriegt. Das ist bestimmt irgendjemand, um mir zu sagen, dass das Stream eben nicht lief, oder? Ja, nu. Jessie, das ist süß von dir. Jessie schreibt, du schaffst das. So, und ich kann im TS gerade nicht lesen, weil wenn ich jetzt auf den Desktop wieder gehe, dann spackt wieder der Stream rum. Das heißt, ich kann jetzt nicht lesen, was mir geschrieben wurde. Oh mein Gott, ich will nur ein paar Mal ziehen. Beziehungsweise ich rauche die Zigarette hier kurz auf und dann geht das sofort weiter. Aber ihr könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder keine Ahnung, könnt ihr ruhig stellen und Paco stellt mir die Fragen dann im TS. Aber keine perverse Fragen. Schon wieder eine SMS, was geht denn jetzt ab hier? Leute, ich bin am Streamen, hört auf mir SMS zu schreiben. Ich bin nicht knuffig. Ich bin überhaupt nicht knuffig, ich bin Schisser, bin ich bei dem Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ach, richtig hinsetzen. So, Zigarette ist zur Hälfte weg. Ihr habt die Pause gleich überstanden. Beziehungsweise ich habe die gleich überstanden, oder? Mir wäre es eigentlich lieber, wenn die Pause noch ein bisschen länger geben würde. Oh mein Gott. Uiuiuiui. Ich bin echt nervös, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Obwohl, ich lasse das mal weiterlaufen, weil dann entfernt sich das Viech da weiter von mir. Hoffe ich. Jessie, nun lass das mal bitte mit den SMS schreiben. Dankeschön. Du kannst fragen, wenn es irgendwas Wichtiges ist oder sowas, dann kannst du das. Oh, dann kannst du das auch im Chat schreiben beim Livestream und Paco richtet mir das aus oder wie auch immer. Oh mein Gott. Oh, ehrlich. Kann dieses Scheißviech nicht einfach abhauen, Mann? Verpiss dich! Ich schwör, wie mir das Ding ins Ohr brüllt, ey. Also ich musste rennen, das Viech haute bei mir nicht ab. Dankeschön. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört, Leute? Das ist überhaupt nicht witzig. Rennen. Ich muss mich... Ich versuche den Weg jetzt einmal im Kopf zu laufen. Bis dahin habe ich meine Zigarette aufgeraucht und dann renne ich. Und dann renne ich, was das Zeug hält. Nein, Mann, ich höre die Schritte wieder. Es kommt näher. Kleiner Tipp, renn im Zickzack um die Säulen herum und sowas. Okay, dankeschön. Aber doch habe ich die aufgeraucht. Ach, du sagst einfach nur Wusa. Ja, du sagst einfach so Wusa. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ich hab's schon durch. Ja, du hast es durch, interessiert mich nicht. Ich hab Schiss davor, Mann.
Boah, warum springe ich? Okay, ich renn und renn und renn und ich 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 renn. Oh, es sieht mich. Wo ist es denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist hier irgendwo und es sieht mich und ich weiß nicht wo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat mich? Oh, so ein Scheiß. Oh mein Gott. Oh, wo bin ich? Am Eingang? Oh, perfekt. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede, Leute, ehrlich, das geht gar nicht klar. Warum höre ich die Viecher jetzt hier auch? Hauptschiff, jetzt bin ich wieder bei Agrippa, ne? Bei Agrippa bin ich sicher, das weiß ich. Irgendwie ist der Sound fail. Wenn ich dahin gucke, höre ich ihn auf beiden Seiten. Wenn ich dahin gucke, nur auf rechts. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time, unless everything is taken care of. Das liegt daran, dass der Sound von diesem Ding kommt, weil er hat nicht wirklich mehr einen Mund. Achso, okay, Amo. Momento. Ein spezielles Tunikum, das ihn rettet. Habe ich denn schon alles dafür? Ich habe das Blut. Ich habe die Giftdrüse. Was fehlt denn da noch? Irgendwas braucht sich doch noch. Fehlt nichts, dann im, an den Überresten ist der Sabber von dem Viech dran und das ist das, was er braucht. Ah, okay. Ja, na toll, wo soll ich das denn jetzt machen? Ach, oben war das, glaube ich. Wie viel Öl habe ich eigentlich noch? Ah. Ne, oben ist es nicht. Da ist noch eine andere Tür im Gang, wo du gerade warst. Und die ist aber noch verschlossen. Da kommst du später hin. Wie später? Hast du gerade geguckt, die mit verbarrikadiert war? Ah. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zur Kugel, ja? Okay. Ach, warum springe ich denn? Scheiße. Warte mal, habe ich nicht in irgendein... Ich weiß, was jetzt kommt. Stimmt, ja, nein.
Gott, nein. You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. Roll doch nicht weg, komm her. Wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Tür ist verschlossen. Finde einen anderen Ausweg. Bevor du versuchst hochzuklettern, guck dir mal die Wand an, weil da war bei mir was. Genau. Bin ich schon. Oh, warst du schon. Cool. Bock der Baumeister Abrisskommando! So, und alle, die das Spiel durchspielen wollen und nicht alle Geheimnisse kennen wollen, die müssen jetzt gleich weggucken. Weil ich weiß noch in etwa, wie ich den Schlüssel kriege. So, Moment, kurzen Schluck trinken. Moment, ein bisschen viel Sabber im Mund. So, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Aber als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ich kehre mich allen Reiches des Ritters zurück und trage die, und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Ja, was auch immer, an deiner Grammatik musst du nochmal arbeiten. Ach. Okay, Öl. Wie viel habe ich noch in der Lampe? Ah, lassen wir erstmal noch. Vielleicht finden wir irgendwo einen Kanister. Das sind die Übersetzer von Amnesia, wenn man darauf achtet, die machen öfters mal Scheiße. Ja. Oh! What the fuck, man? Läuft, ich das Bett nicht bewegen kann. Wusstet ihr schon, dass Daniel schwul ist? Schmeckt gerne. Nein, Spaß beiseite. Oh mein Gott, ey.
habe das Zeug noch nie verwendet, weil entweder bin ich gestorben oder die Viecher konnten mir nichts. Eins von beiden. Oh, was wieder. So, hops. So, jetzt muss ich. Genau. Ach. So. So. Ja, ist doch praktisch, dass ich dusselig hinzugeguckt habe. So, jetzt muss ich nur gucken. Was ist das? Ach, scheiß Kakerlaken. Liegt da was? Nee. So. Seht ihr das? Da, da ist eine Schüssel. Aber man kann die nicht erreichen. Also, nehme man einen Eimer Wasser. Füllt es ein. Und tada! I got the key. Ja, ja, das ist schon klar. Moment. Ich muss mal kurz was trinken. Ich weiß, dass das Spiel zum Ende hin immer schlimmer wird und das passt mir gerade gar nicht in den Kram. Oh, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab, Mann? Hey, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür. Oh mein Gott! Lauf, lauf, lauf! Irgendwas ist da doch! Oh mein Gott, was ist hier los? Links, rechts, links, rechts! Oh, nein! Andersrum, andersrum, andersrum! Ich sehe nichts mehr! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, wieso Wasser? Ja. Das war's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will hier raus. Ich will hier doch nur raus. Ich hab euch nichts getan. Ich hab euch nichts getan. Ich hab euch doch nichts getan. Ich hab euch doch nichts getan. Ich hab euch nichts getan. Ja. Oh mein Gott. Das ist nur ein Zettel, Daniel. Das ist nur ein Zettel. Hallo. Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. Wieso? Hat er sich rasiert? Apropos, soll ich auch mal wieder machen. 18th of August, 1839. Tonight. We will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt, there's a small settlement where Zimmermann, a dairy farmer, lives with his wife. Also nur für den Fall, dass Only das hier sieht jetzt, so viel zum Thema, im Hauptspiel ist man nie draußen. Visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmermann down without alerting the others. As he
went to take care of the farmhand, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Hey, ich will da rein, da ist bestimmt sicher. Nein. Es gibt sogar zwei Stellen, wo man draußen ist, auf jeden Fall. Einmal, wo man durch diese Fenster klettern muss. Und jetzt diese Aktion gerade. Oh mein Gott. Ist da irgendwas dran? Nein. Boah. Jetzt ist hier schon überall mief. Ach, das ist doch das hier, wo ich hergekommen bin, ne? Okay, no way. Hab ich mich erschrocken. Alter. Scheiße, Mann. Mein Gott. Ah, jetzt habe ich einen zu viel verwendet, ich Idiot. Oh. Egal. Genau, das war einmal das. Warte mal. Ne, erstmal alles aussammeln hier. So. Hier, seht ihr das? Trank X. Damit wurden die Powerpuff Girls geschaffen. Ja. Das ist schon krank genug, dass ich das weiß. So, warte mal. Da musste man... Ah, was geht? Da musste man... Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, wessen Nummer das war. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie das mehr war. Aber okay, das kriegen wir schon. Das sieht schlecht auf jeden Fall. Das sieht schlecht muss ich hier das Ding reinpacken. Genau. Denn jetzt das dann Teil drunter packen. Ah, ich werde mal gucken, dass ich mir da irgendwie Zeit nehme. Ach, genau. Okay. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Aha. Ich sag, das hört sich ja schon mal gut an. Ja, geil. Da werde ich auf jeden Fall. Aha. Wie viel gibt's da? Hä? Also. Ah. Mhm. Ja, geil. Das hört sich ja gut an. Ja, natürlich, auch da was in der Tasche, ne? So. Also, ich werde mal gucken, dass ich mir für Freitag dann Zeit nehme. Jetzt muss ich, glaube ich, so tun. Genau. Einarmigen Bandit. Alles klar. Also wenn es bei mir nicht passt, hätte ich vielleicht sonst noch jemand anderes. Wie geht's psychisch? Ja, alles klar. Also ich werde mal ansonsten, ich werde bis spätestens 22 Uhr. Aha. Alles gut. Ist so ein Lust.
and I could hear the chancel collapse. The laboratory might be accessible now. Ach so. Ja, stimmt. Ich hab meistens den Chat aus. Egal. Aua. Quickly, off with the head. And then, whatever happens, get me through that gate. Ja, säg den Kopf ab. Scheiße. Und ich habe keine Säge. Ja, nee, lol. Das werde ich dann auf jeden Fall. Das hier ist aber neu. Alles klar, kein Problem. Okay, yo, danke. Alles klar, Säge. Peace. Will ich da überhaupt hin? Fühlt sich nicht. Nein, nicht darauf. Na, komm. Me, powerful. Not so reactive. Halt die Fresse, ich säg dir jetzt den Kopf ab, du Spinner. Dann hältst du endlich das Maul. Oh, Alter. Wie sich das anhört, Mann. Meine Fresse. Okay, Agrippas Kopf. Mief, mief, mief. Wow! Alter Schwede, immer diese Geräusche und so, Mann. Einen Moment, mir wird gerade hier von meinen Kollegen hier eine Frage gestellt. Ich bin sofort wieder da. Kollege von mir hat mich gerade angerufen. Freitag ab 10 Uhr, Domaufbau. Für 6 Stunden Fofi. Alles klar. Ja? Ja. Okay, dann sage ich ihm Bescheid. Da muss ich auf jeden Fall drauf verlassen können, Digga. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und oh, seht ihr, Leute? Wenn du gut bist, bist du sogar beim Abbau dabei. Ja, geile Nummer. Mhm. Also, habt ihr mitgekriegt? Ich bin am Freitag nicht da, am Freitag habe ich Arbeit. Hallo Sarah. Hallo Sarah, was? Ja. Achso, schreibt sie da, oder? Ja, ja. Sie sagt, man kann nicht hören. Flirte nicht mit meinen Mädels rum hier, ne? Das bleibt meine Sache. Hier schon wieder diese... Oh! Alter, habe ich mich erschrocken. Meine Fresse! Warum ist ja eigentlich schon wieder diese schwule Musik, ey? Ganz einfach, weil du noch zum Maschinenraum musst, der da vorne abgeschlossen war. Scheiße, was denn für ein Maschinenraum? Hier im Altar auf der einen Seite war doch dieser eine Raum, wo es so krass laut war. Links oder rechts? Aber ich weiß nicht genau. Okay. Huch. Ja, alles klar. Aua, das tat ja weh. Alles ist gut. Das ist nicht groß genug. Das.
Kann er nicht seinen scheiß Kopf da reinstecken, ey? Dankeschön. Ich meine, nach 4 Stunden wäre ich bestimmt auch selbst drauf gekommen, aber wir wollen ja, dass es vorangeht, ne? Warum ist die Matsche hier eigentlich schwarz, ey? Lol? Was lol? Du Lacker. Warum Lacker? Nachdem ich das Scheißteil da kaputt gemacht habe, kam ein Brute in den Raum rein. Ich muss mich extrem lange verstecken, bis der weg wurde. Junge, erzähl mir keine Scheiße, Mann! Na, jetzt ist schon vorbei, aber naja. Ach ja, gut, dann verfügst du aus Teer im Inventar übrigens, ne? Ja, wie auch immer, auch wenn die Teile vorher anders aussahen, als die jetzt so zusammenpassen. Ein schwarzes mag ich lieber, also nehmen wir jetzt zuletzt das schwarze Stück. Hola Kazam! Ja, da war in der Geschichte geschrieben, die Kugeln verändern ihre Farbe und Form ständig. Alter, was ist das? Boah! Ich will das anfassen. Ich mag Stromschläge. Brezel. Oh, Moment, mein Ohr juckt. So. Inneres Heiligtum, Moment. Was war hier nochmal? Oh mein Gott, was geht denn jetzt hier ab? Okay, Zettel. Ja, laber. Okay, was muss ich denn hier jetzt nochmal machen? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. LOL, Tür zu. Wie jetzt? Warte, ach, hier ist was. Aua. Was jetzt? Was ist denn jetzt los? Leute, der hat die Kamera gerade alleine gedreht? Oder? Ah. Sag mal, warum geht's denn jetzt so scheiße? Kann es sein, dass ich kurz vorm Sterben bin? Ja, Mann. Guten Tag. Ruhe. Ruhe hier. Das Livestream ruhig, wenn hier im Channel. Nichts sagen und am besten muten. Huh.
damit mache ich die andere Tür wieder auf und da ist das andere Ding hinter. In dem zweiten Raum, wo du gerade drin warst, nochmal auf das, auf diesen komischen, auf das Pentagramm auf dem Boden. Danke. Wow. Boah, dieses Piepen geht mir gerade so auf den Sack. Aua, nein. Die Matsche ist... Aua! Ich bin doch schon fast tot, Mann. Kugelkammer. Okay. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Okay. Whoa. Anders nochmal. Okay, genau. Ich weiß, dass es hier jetzt drei Enden gibt und ich weiß, glaube ich, auch noch, wie man... Agrippas Kopf. Ich will sehen, was passiert. Ich habe nur die Säulen umgeschmissen. Also, ich habe nichts damit gemacht, deswegen. Okay. Ja, das Portal ist aber noch nicht offen. Ich muss noch einen Moment chillen. Nun mach auf, du Penis! Ja, da war ganz schön klein, ne? Seht ihr das auch? Ist voll abgemagert und so. Und ich dachte schon, ich bin dürr. Naja, der ist ja auch irgendwie 3,5 Jahrhunderte alt. Sag doch einfach 350, das wäre jetzt ein viel kürzeres Wort gewesen. Zoom, nun mach auf das Ding. Nein, mach ich nicht. Aber 350 ist eine genaue Angabe. Aua! Das Portal wird sich sehr bald öffnen. Du kommst nicht nach Hause! Du hast schon lange genug gelebt, du kannst hier verrecken, du Bastard! Tschüss, Agrippa! Hier ist jetzt überall Mief. Mief, Mief, au, Mief. Nein, ich bin tot. Das ist gar nicht gut, scheiße. Toll. Yeah. Toll. Leuchtekugeln. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Ich will zu den Kugeln. Oder will ich anders wollen? Wie sich die Kamera da automatisch hindreht, ne? Ist auch lustig. Okay, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Don't worry, Daniel. It will be all right.
Ja. Wie man sieht, habe ich es endlich geschafft. Ich habe trotzdem immer noch klatschnasse Hände. Psychisch geht es mir gerade überhaupt nicht gut, weil wegen den ganzen Schreckmomenten und sowas, das geht mir echt derb an die Substanz. Aber ist okay, das Spiel ist cool. So, und wenn ihr wollt, werde ich gleich jetzt nochmal laden. Ich hoffe, dass ich denn da schon in dem Raum bin. Und dann werde ich die anderen beiden Enden nochmal zeigen. So, aber den Abspann, den wollen wir uns jetzt nicht reinziehen. Der ist nämlich langweilig. Ah ja, Ende. So. Jetzt fragt ihr bitte, beziehungsweise sagt im Chat, die anderen beiden Enden noch zeigen, ja oder nein. Und Blood Moon gibt mir das Ergebnis. Blood Moon sagt, die anderen beiden Enden sind scheiße. Was? Blood Moon sagt, die anderen beiden Enden sind scheiße. Blood Moon sagt, die anderen beiden Enden. Ach, stimmt ja, hier durch meinen Kollegen kann ich den Chat auch sehen. So, also. Also, Tweety sagt ja. Was denn nun, ne? Die anderen beiden scheiße. Tweety sagt ja wegen mir. Okay, Sarah sagt nein. Das ist langweilig, also. Ja gut, dann ist das wohl ziemlich eindeutig, dann werde ich die anderen Enden nicht zeigen. Dann habe ich jetzt aber ein Problem. Was spiele ich denn jetzt? Weil ich habe im Moment keine Custom Stories drauf und ich weiß auch nicht, also die Paco gespielt hat, die spiele ich auf keinen Fall. Definitiv nicht, also zumindest nicht heute. Ja, weiß nicht. Was könnte man denn zocken? Dead Island. Ich könnte ein bisschen Dead Island zocken. Allerdings muss ich zugeben, dass ich bei dem Game schummel. Ja, Dead Island spiele ich Singleplayer only und ich cheate da. Tweety sagt, spiel das Model und der Freak. Was? Das Model und der Freak? Nein, spiele ich nicht. Was normal ist, viel lustiger, Tweety. Also ich komme niemals ins Fernsehen, nie im Leben. Wenn du das Model und der Freak nicht bist. Obwohl, ein Freak bin ich ja. Also ich bin auf jeden Fall ein Computer-Freak, ne? Dennis, ich liebe dich. Ach Sarah, ich liebe dich doch auch. Wenn ich lache und so, okay. Okay, ich schlag dich vor. Vergiss es, du schlägst mich da bestimmt nicht vor. Ich bin nur ein Computerfreak, kein Allgemeinfreak. Kann ja nicht angehen hier. Ist ja schlimm. Du hast doch bestimmt nochmal eine Zigarette für mich, oder? Das ist doch mal nice. Seht ihr, wenn ich den Chris jetzt nicht hier hätte, dann würde ich jetzt hier voll verschmachtern. Jetzt hat sie da wirklich den Link rausgesucht, oder? Nein, ich melde mich da nicht an. Sie findet es wirklich fies, dass ich alles über sie weiß. Was? Sie findet es fies, dass ich alles über sie weiß. Wieso, was weißt du denn alles über sie? Ich hab's nur so gesagt, Mann. Ach so. Wer findet das fies? Tweety oder so? Ja, Tweety. Ah, Tweety, okay. Warte, es ging darum. Ja, Nico, du hast die 4 von 3 mitbekommen. Das ist gar nicht so schlimm, denn, ich versuch das irgendwie, ja. Also die ersten Sachen, die ersten Sachen, die ich gemacht habe, also die ersten Teile vom Stream, die bearbeitet Paco und mit den anderen, die will ich Paco nicht auch noch aufhalten. Das heißt, die werde ich wohl machen. Sobald Paco dann die Videos hochgeladen hat, fange ich dann an, die jetzt liefen, hochzuladen. Also ich denke mal, das wird alles in einem Rutsch passieren, größtenteils, nur halt, dass es eine Verzögerung geben wird zwischen den ersten Teilen und den jetzigen, was heute gestreamt wurde. Ah, okay, es hat extrem geleckt. Ja, dann hast du ein schlechtes Internet. Oder, weiß ich nicht, vielleicht läuft auch dein Browser einfach nicht richtig.
Ist auf jeden Fall krass lustig, das Spiel, muss ich schon sagen. Also, ich hoffe, ihr hattet wenigstens auch Spaß, so wenn ich mich so erschrocken habe und sowas. War bestimmt lustig für euch, oder? Auf jeden. Paco sagt auf jeden. Gib mir die verdammte Aufnahme, da sind so schöne Stellen bei. Was, bei der Aufnahme? Bei der Aufnahme sind schöne Stellen dabei, sagst du? Ich glaube, der hat mich im Test gemutet. Mhm. Ah, okay. Und mein Internet. Ja, bei der Aufnahme sind bestimmt schöne Stellen dabei. Ja, ich Compilation und so, wa? Ja, also, ja, da setzen wir uns dann auf jeden Fall zusammen. Ich würde sagen, da machen wir eine Compilation von dir, Only und mir. Er lacht nur. Ja, und das mit den Dings ist schade, dass das bei dir so geleckt hat, Nico. Nur ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, was könnte ich denn jetzt zocken für euch? Soll ich überhaupt noch was zocken? Oder wollen wir lieber ein Sit-in auf dem TS machen? Was ist euch lieber? Was? Nix, also, Handy und Hausnummer, nee, die wird nirgendwo geschrieben, so, und, ja, TS ist Teamspeak. Oder Telefonsex. Amnesia spiele ich jetzt garantiert nicht von vorne, nee. Das wär jetzt auch ein bisschen low, muss ich zugeben, weil, ich hab's jetzt erst durchgespielt und würde mich an so ziemlich alles erinnern und... Also, ich wäre auch für eine kleine Pause vom Stream und dann ein bisschen TS. Sie schreibt die Bewerbung für dich. Tweety, ich kill dich. Du kriegst einen Arschball, wenn du hier bist. Und außerdem, warum bist du noch nicht hier? Weil ich hier bin. Papa. Ach, wegen deinem Papa. Okay. Du weißt übrigens, dass man dich jetzt auch im Livestream gehört hat. Oder hören wird. Oder jetzt, beziehungsweise jetzt gehört hat, wenn man das im Livestream hört, wie ich das sage, da hat man nicht gehört. Aber ich finde schon, Amnesia ist schon ein geiles Spiel auf jeden Fall. Ja, also gerne. Hier, probier übrigens mal aus, ob es jetzt funktioniert. Ich kann ganz kurz den Chat jetzt nicht lesen. Ja, hier Netzwerk. Probier aus. Weil die Technik kann sich verbinden. Wir gucken hier ganz kurz was mit Netzwerkeinstellungen und sowas. Dauert kurz ein Momentchen, dann kann ich gleich den Chat wieder lesen. In der Zeit können die Mädels mir ja ihre Liebe gestehen und was auch immer sie machen möchten. Weil ich habe dein Laptop jetzt auch eine feste IP-Adresse zugewiesen. Mhm. Ah. Oh, der lädt gerade ganz schön lange. Mhm. Und er braucht und braucht und braucht. Wir haben es nicht geschafft, glaube ich, denke ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hoffe ich. Ja, man, hoffen wir es mal. Kann das sein, dass er immer langsamer wird gerade? Ich verstehe das nicht. Nee, vergiss es, Tweety, kriegst du nicht.
Wie geil ist das denn? Ey? Du meldest mich da ganz bestimmt nicht an. Ist auf einmal steht Janaina vor der Tür, Alter. Obwohl, ich meine, da wird man ja einmal komplett umgemodelt und so, ne? So neue Klamotten und so. Ja, nee, aber ich hab keinen Bock im Fernsehen zu landen, Mann. Das reicht schon, dass ich im Internet bekannt bin wie ein bunter Hund. Du musst ja noch mit irgendwelchen Mädels irgendwas machen, um zu zeigen, dass du nicht schüchtern bist. Guckst du dir die Sendung nie an? Ich hab sie mir einmal angeguckt. Ich find's witzig. Ich guck das fast jeden Tag. Was lädt denn der da so lange? Aber ist kurz vor Ende. Na? 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 Ich schnall das nicht. Technik klickt drauf, Bomb ist da drauf. Mhm. Was? Wie so ein neues Styling? Gefalle ich dir so etwa nicht oder was? Ach, das, ach nee, der muss noch da rüber gehen. Hm. Oh Mann. Ich dachte auch nur bis zum Strich. Ja, ja. Na? Na? Wie der Laptop von meinem Kollegen hier so lahmarschig ist, ey. Irgendwas stimmt da nicht mit dem Netzwerk irgendwie. Also, zumindest von deinem Lappy aus. Ich verstehe das nicht. Guck mal, da geht noch nicht mal mehr weiter. Ja, schieß mal. Warte, warte. Geh mal auf Heimnetzgruppe. Mal gucken, ob das was bringt. Nein. Heimnetzgruppe, bla. Die Heimnetzgruppe ist ein Kämmer. Sehe ich nicht. Klick mal nochmal auf den. Oder klick mal auf den kleinen Pfeil. Aber jetzt lädt er wenigstens schneller. Mhm. Aber normal ist das trotzdem nicht. So ein neues Styling, so komplett rundum erneuert, das wäre ja schon mal nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Dafür zeige ich mich nicht im Fernsehen. Da spare ich lieber ein bisschen Geld und dann kannst du mit mir einkaufen gehen, Tweety. Außerdem lassen sie dich wie die letzten Idioten dastehen, ey. Ja, Mann, und sie lassen einen wie den letzten Idioten dastehen. Das ist überhaupt schon gleich, als Freestyle geschätzt. Nee, Mann, und ich bin vor allem einige, die ich kenne und so, auch über das Web und so, weißt du, die gucken den Scheiß und dann sehen die mich da. Nee, Mann. Ja, ich schick euch mal einen Text, wie ich das ungefähr okay ist. Okay, Tweety will einen Text schicken. Also Text ist fast fertig. Achso, sie schreibt einen Text, den sie uns schicken will, beziehungsweise Livestream hat das ja gehört. Aber ich erzähl's nochmal für mal Chris hier. Ich steig das nicht mit dem Ding, ey, ehrlich nicht. Geh mal auf dein Opera eben. So, machen wir einen neuen Tab auf. Und jetzt gib mal ein Fritz.box. Enter. Das geht. Ja. So, das stimmt, das stimmt. Weiter bin ich noch nicht. Okay, klick mal auf Heimnetz. Ja. Genau, klick da mal rauf. Lol. Mach mal Postfreigaben.
Nee, kleben wir auf neue Postregal. Da oben drauf. Machen wir Exposed Host, einfach so. Ja, okay, mach mal. Das gilt ja nur für deinen Computer. So, und jetzt versuchen wir nochmal aufs Netzwerk zuzugreifen. Mehr oder was? Das kann doch eigentlich nicht sein. Eigentlich. Hast du es jetzt gelesen? Nein, habe ich noch nicht gelesen. Warte. Oha. Das ist. Hallo, ich bin ein Freak, weil ich manchmal tagelang am Computer sitze, ziemlich unordentlich bin. Internetbeziehung habe seit Jahren und das Internet mein gesamtes Leben ausfüllt. Alter, das ist aber ein bisschen heftig, ne? Außerdem fühle ich nicht nur Internetbeziehung, willst du mich verarschen? Das ist so gar nicht wahr. Nein. Mir ist nichts Besseres angefallen. Ja, toll. Schreiben, sonst wirst du ja nicht angenommen. Ich will da auch nicht angenommen werden. Nee, Mann, ich geh nicht ins Fernsehen. Doch, du willst. Nein, will ich nicht. Und Sarah, nein, ich hatte nicht nur Internetbeziehungen. Klar hatte ich auch Beziehungen, die über das Internet liefen. Hauptsächlich, aber nicht nur. Und vor allem nicht seit Jahren. Oh. Absoluter Quatsch. Ja, was denn? Ja, nix, was denn? Dann halt seit 2 Jahren. Auch nicht. Oder so. Sagen wir es anders. Ich hatte mal Beziehungen hier direkt in meiner Stadt und mal Beziehungen, oder mal Fernbeziehungen. Doch. So. Aber es war meistens, bei den meisten Beziehungen war es möglich, okay, dass wir uns regelmäßig gesehen haben und so. Und ja, whatever, Alter. Du hast dir da ganz schön Quatsch einfallen lassen. Hast du das geholt? Ach ja, stimmt. Ja. Aliens of Wall and Arms? Ich find's nicht so gut. Nee? Nö. Aber probier's halt aus. Was? Nee. Soll ich einen Screenshot davon machen? Wovon? Von der Anmeldung. Nein, verdammt, ich melde mich da eh nicht an, das kannst du vergessen, Mann. Dann so, wir schicken den Link. So, also da uns ja jetzt im Moment, nein, nix. Sarah, lass das. Ich schick's ab. Oh, ich schwör's dir, du kriegst so einen Arsch voll von mir, ne? Okay, Leute, mir fällt kein Spiel ein. Ich weiß nicht. Jetzt gerade wirklich nicht, was ich zocken soll. Also ich unterbreche jetzt einmal kurz den Livestream. Ihr könnt alle kurz ins CS kommen, meinetwegen. Ich überleg mir was ich jetzt gleich spiele. Also, bis gleich im TS. TS IP poste ich gleich nochmal im Chat.